Ja, genau, hier bin ich wieder. Das muss ich einmal ausschalten. Hallo, moin, moin, hier ist euer Peter. Heute möchte ich euch einmal ein weiteres Programm vorstellen, was es auch für Linux, für Ubuntu gibt, das OBS oder Open Broadcast Software Programmchen, womit ihr euren Desktop abfilmen könnt, Streamings erstellen könnt oder etwas aus dem Internet oder einen Film, den ihr gerne abfilmen möchtet, mit eurem Rechner abfilmen könnt. Ja, ich möchte euch erstmal die Installation des Programms für Ubuntu kurz erklären und dann schauen wir uns die ersten Einstellungen von OBS an, mit denen ihr dann auch gleich loslegen könnt. Und für alles Weitere, vielleicht dann demnächst, wenn das Interesse da ist, ein weiteres Tutorial. Gut, dann gehen wir einmal ins Internet. Und sind hier schon, aber wir machen das mal von vorne, soll ja alles nicht so schnell gehen. So, wir geben einmal an OBS für Open Broadcast Software und hier sehen wir schon den ersten Eintrag. Da sind wir schon richtig. Gut, hier sind wir auf der Homepage und ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch für Windows diese Exe-Datei zu installieren, für Mac und wir machen das heute aber für Linux. Das Komplizierteste eigentlich, aber so schwer ist es nicht. Ihr seht, ihr habt hier eine kurze Anleitung und ich gehe davon aus, dass wir 2018 ein neueres Ubuntu haben als 15.4. Also müsst ihr jetzt nur diese MPEG-Datei hier nachinstallieren. Und zwar öffnet ihr dafür ein Terminal und mit Copy und Paste für Anfänger ganz einfach kopiert ihr euch diesen Befehl in den Terminal, bestätigt das mit Enter, gebt euer Passwort ein und dann würde das hier nachinstalliert werden. So, das zweite, was ihr dann machen müsst, das Programm selbst installieren, hier wieder den Befehl rauskopieren, in den Terminal einfügen. Und wieder bestätigen, Passwort und das Programm oder die Paketquelle in diesem Fall wird hinzugefügt und danach den nächsten Befehl, so wie das hier angezeigt ist, kopieren, einfügen und durch Enter und Passwort bestätigen und installieren. Danach bitte mit sudo apt-get update eure Paketquellen aktualisieren. Dann sind wir auch schon fertig. Gut, ich schließe das mal hier wieder und gehe davon aus, dass das bei euch auch geklappt hat. Blitzschnell wie bei mir. Eine Schwierigkeit hatte ich eigentlich. Ich benutze hier Ubuntu Stable und ich denke, es hatte was damit zu tun. Ich musste diese Paketquelle genehmigen, sozusagen. Hier in der Systemsteuerung, in den Synaptic Package Manager, müsst ihr diese, falls das bei euch Probleme gibt, bei mir war das das Problem, dass ich diese Paketquelle erst einmal freischalten musste. Die war blockiert. Habe ich aber letztes Mal, als ich Ubuntu Unity mit der Desktop-Oberfläche Unity benutzt habe und nicht wie jetzt Kubuntu Stable, hatte ich dieses Problem nicht. Also ich denke mal, bei euch dürfte das alles glatt gehen. Gut. Ich schließe das wieder und gehe davon aus, dass ihr jetzt OBS installiert habt. Wenn ihr jetzt bei euch schaut in die Programme, müsste das bei euch hier mit diesem schwarzen Kreuz auftauchen. Gut, dann ziehe ich jetzt mal das oder Programm hier rein. Ich habe ein bisschen geschummelt. Für dieses Video benutze ich selbst OBS, das seht ihr, und habe einen zweiten Bildschirm, das macht es mir etwas einfacher. Und bei euch dürfte das dann so aussehen wahrscheinlich. Ihr müsstet, na, wahrscheinlich habt ihr noch nichts in diesen zwei Feldern drin. Ja, bei mir ist das jetzt schon mit diesem Endlos-Effekt zu sehen, weil ich den Desktop selbst abfilme. Bei euch dürfte hier aber noch nichts sein. Ihr solltet jetzt vielleicht allererstes mal in die Einstellung gehen. Machen wir das mal größer. Und dann könnt ihr hier die ganzen Reiter durchgehen von allgemein, Screen, das machen wir heute nicht, Audio, Video und so weiter. Die Oberfläche an sich könnt ihr hier verändern, seht ihr das?
Nein, das wollen wir nicht. Gehen wir mal wieder zurück. Einstellung. Ne, ihr seht, also bei mir ist das so schön dunkel. Ihr könntet das hier also umstellen, wenn euch das nicht gefällt. Und ansonsten sind die Einstellungen hier alle richtig gewesen. Was vielleicht noch wichtig ist, ja genau, ihr merkt das jetzt auch, wer meine anderen Videos oder Tutorials gesehen hat. Ich habe immer zu kämpfen gehabt mit dem ganzen Background-Geräuschen, Rauschen, jetzt vom Rechner und so weiter. Ihr könnt hier einmal Push to Mute aktivieren. Ne, also immer wenn ich nicht spreche, schaltet das Aufnahmegerät aus und man hört halt dieses Rauschen nicht. Könnt es also ausprobieren, ob das bei euch auch ganz gut funktioniert. Und dann könnte ich euch auch noch empfehlen, dass ihr, wenn ihr hier euer Mikrofon, so wie bei mir angezeigt seht, und ihr habt eins angeschlossen, dann könnt ihr hier auf Einstellungen gehen und Filter anklicken. Das habe ich jetzt auch gemacht, Rauschunterdrückung. Ein bisschen zu viel, vielleicht manchmal hört man es so komisch. Ja, ich weiß nicht, wie ich das Geräusch nennen soll. Es knackt oder rauscht im Hintergrund. Also man merkt, dass ich die Rauschunterdrückung anhabe. So, ich mache das jetzt mal, es war gerade auf minus 21, jetzt mal auf 0. Und dann müsste sich wahrscheinlich bei euch jetzt, ich höre das jetzt nicht, etwas ändern. Ich gehe mal wieder auf meinen Filter und stelle das wieder auf minus 21. Das hatte ich vorher ausprobiert. Ne, müsst ihr auch machen, ihr macht dann Probeaufnahmen und hört euch die Datei an. Wenn ihr damit zufrieden seid, dass es wenig rauscht, alles gut. Das Ganze geht natürlich auch hier für das Desktop-Audio. Ja, also wenn ich jetzt ein Video abspiele, so wie ich das am Anfang gemacht habe, wenn ihr euch erinnert, ich habe halt mein Intro hier in dem auf meinem Desktop abgespielt und der Sound von meinem Intro wird also hier auch parallel als Quelle angezeigt und mit aufgenommen. Gut, also gehen wir jetzt mal davon aus, ihr habt hier bei Szene jetzt eine Quelle hinzugefügt und zwar als erstes Bildschirmaufnahme, das hier, das habe ich schon gedrückt. Ne? Wenn ihr das drückt, erscheint hier, so wie bei mir jetzt, die Quelle Bildschirmaufnahme und ihr filmt euren Desktop selbst ab. Dann könnt ihr auch noch eure Webcam dazu nehmen und schaltet auf Videoaufnahmegerät und dann müsstet ihr zum Beispiel so wie jetzt, hallo, hier bin ich einmal, euren Desktop, nicht euren Desktop, sondern eure Webcam benutzen können. Gut, da ich ein bisschen krank bin, sehe ich heute ziemlich fertig aus und deswegen schalte ich das einmal wieder aus. Also wir gehen jetzt hier auf Videoaufnahmegerät und schalten hier auf Minus und schon ist der Peter wieder weg. Okay, eigentlich war es das auch schon. Das waren schon die Grundeinstellungen. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben das Ganze installiert auf der OBS Homepage und ihr habt im Terminal die drei Befehle eingegeben, Copy und Paste und euer System einmal mit sudo apt-get update aufgefrischt. Danach habt ihr hier diese zwei Bildschirme oder zwei Fenster, Szenen und Quellen, in denen noch nichts drin ist. Und bei Szene 1 habt ihr einmal eingefügt Bildschirmaufnahme und wer dann sein wer sich selbst mit in dem Video sehen möchte, so wie ich das gerade gemacht habe, geht auf Videoaufnahmegerät und erscheint dann auch auf dem Desktop. Gut, ihr könnt auch die Audioaufnahme durch Filter und andere Eigenschaften natürlich verändern. Es gibt hier eine ganze Menge Einstellungen, die darüber haben wir jetzt aber noch nicht gesprochen. Das könnten wir vielleicht in einem anderen Tutorial machen. Dann drückt ihr hier, das hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt, ne, wenn ihr alles fertig eingestellt habt, auf Aufnahme. Bei mir steht jetzt hier Stoppen, weil ich ja gerade selber dieses Video mit OBS aufnehme. Wenn ihr jetzt Aufnahme stoppt, wird das dann automatisch wahrscheinlich in eure eigenen Dateien abgespeichert, das Video. Und ihr könnt es dann weiter bearbeiten.
Die Qualität hier mit OBS ist relativ gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe vorher mit Record My Desktop bearbeitet und konnte dort nicht das Rauschen bekämpfen. Das ist jetzt hier wirklich wunderbar machbar, werdet ihr vielleicht merken, hatte ich ja eben schon erwähnt. Und vielleicht macht ihr einfach eure Erfahrungen und schreibt mir in die Kommentare rein, wie es bei euch funktioniert hat. Gut, dann sind wir auch schon fertig und ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare und bye bye, bis zum nächsten Video.